Schönen guten Morgen, liebes Gute Tourer. Samstagmorgen auf unserer ersten Tour. Heute geht es zum Perfektionstraining nach Offenbach. Und das Wetter, hier und da ein kleiner Tropfen. Mal schauen, ob wir ein paar Tropfen mehr kriegen oder ein paar Tropfen weniger oder ob es ganz trocken bleibt. Auf jeden Fall, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Es ist eigentlich angenehmer Frühling. Ja, und wenn es nass ist, dann können wir schön üben. Ich habe es mir ja immer gewünscht, weil das ist alles eine Runde sanfter bei Regen, nicht so hohe Kräfte. Wenn es trocken ist, ist es meistens in Offenbach die letzten Jahre 30 Grad heiß. Da hat fast jeder einen Sonnenbrand gekriegt. Auch nicht richtig. Also wie man es macht, am Wetter können wir nichts drehen, aber die richtige Einstellung. Spaß mitbringen. Und das tun wir jetzt nach dem Frühstück. Ja! Yeah! Perfekt abgedeckt. Wow. Und das ist der größte aller Scooter. Eine Honda Goldwing. Die Route eingegeben und dann können wir langsam starten. Tja, das Wetter ist, wie es ist. Es nieselt halt. Und die Strecke ist einfach durchgehend nass. Aber das ist ja die Wirklichkeit, wenn wir fahren. So ist es ja oft genug draußen. Ja, nicht immer Trockenheit. Von daher ist das fürs Training gut. Nebeneffekt, man fängt einfach Piano an und lernt sein Fahrzeug kennen. Hier zum Beispiel fahren wir um eine Pylone in der Mitte und lernen dabei, dass wir den Blick richtig führen müssen. Und wenn wir das machen, dann ist das alles eine ganz einfache Übung. Und wie immer beim Training legen wir Wert auf die Grundlagen. Wir verbringen am Anfang Zeit mit scheinbar einfachen Übungen und wenn die sicher sind, dann können wir drauf satteln. Aber das Fundament muss einfach stimmen. Da legen wir wirklich viel Wert drauf und der Erfolg gibt uns recht über die ganzen letzten Jahre. Die Leute denken am Anfang, huch, das ist ja eigentlich so neu nicht. Und auf einmal machen die dann, wenn die Grundlagen stimmen, ganz schnell Fortschritte. Und das ist einfach irre zu sehen und es macht doch allen einen Heidenspaß. Und das geht's ja auch. Nicht nur Übungen wie in der Schule, dafür gibt es keine Noten, sondern wir sind hier mit Spaß, mit Begeisterung bei unserem Hobby und lernen dabei, wie wir das sicherer und versierter und spannender ausüben können. Also so ein Training ist einfach toll. Okay, da wartet jetzt jemand auf den Fleischkäse. Ein kleines Missverständnis. Also das hast du gar nicht wissen, ne? Käse mit Musik. Voll drauf latschen. Wir machen das mal mit der Motorrolle. Genau so. Voll drauf latschen. Okay. Gut. Also der kürzeste Weg. Und jetzt kommt die Gefahrenbremsung. Zuziehen! 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 Okay? Schön.
verkehrte Richtung. Also der Kegel auf der linken Seite, fahrt drauf zu, dann lenkt ihr nach links, dann gibt es eine Ecke nach rechts. Ein richtiger Lenkimpuls nach rechts, okay? Dann auf die andere Straßenseite. Auf der rechten Seite liegen auch Pylonen. Fahrt ihr darauf zu, lenkt nach rechts, dann fahrt ihr nach links. Okay? Wie das in der Natur aussieht, zeige ich euch. Wo ist meine Rolle? Wo ihr denkt, Scheiße! Und Scheiße ist leider, hilft euch gerade nicht weiter. Und die Unterlippe wird verkrampft. Dann denkt an mich oder an uns. Was kann ich tun? Ich gucke dahin, wo ich hinfahren will. Ich lasse meinen Kopf gerade. Ich ziehe den Roller rein. Ich mache einen Lenkimpuls. Ich latsch mal richtig auf das Trittbrett oben drauf. Und der Arsch wackelt auch noch hinterher. So viel gelernt heute. Ja. Heute? Zum Beispiel mit Kreide auf die Erde fallen lassen. Nee, so viel gelernt heute. Jetzt wollen wir das alles zusammenfügen. Also, richtig an die Bremse gehen. Richtig anbremsen. Mit Betonung auf die Vorderradbremse. Okay? Und dann größere Radius und wenn er die verbindet, wird es ein ganz großer Kreis. Das geht bis hierhin. Ja? Und je größer der Radius, desto weniger Schräglage braucht ihr bei gleicher Geschwindigkeit. Bei der den dritten, den Sicherheitsblickpunkt, den legen wir da ein. Der Gautier weiß das. Mein Fahrschüler haben ja gerade neulich Theorie gemacht, gell? Ja. Kannst du das überhaupt sehen von da hinten? Ja, ich sehe. Ich nur er weiß schon alles. Er weiß schon. Haken geschlagen. Ja. Ah, c'était très bien. Das war sehr gut. Ja. Nee, was war interessant ist, so die Erklärung vorher zu wissen, was möglich ist. Weil ich denke, dass
Es gibt Sachen, das sieht ein bisschen verrückt aus vorher, aber wenn man versteht, wie es läuft und dann man kann es andere erst sehen, so ich war fast immer der Letzte in der Reihe ja, zu gucken und dann ja, man fühlt sich wohl oder komfortabel, das zu tun. Und wenn man macht es, okay, dann okay, ja, es geht durch. Interessant. Danke. Ich muss sagen, ich habe mein Fahrzeug näher kennengelernt heute, noch zusätzlich, auch jetzt hier bei den Geschicklichkeitsfahren nehme ich sehr viel mit. Ich habe auch gemerkt, dass ich beim Achterfahren und auch beim Bremsen am Anfang und dann gab es mal wieder Phasen, wo ich sagen kann, oh, eben habe ich Erfolg, wurde auch bestätigt. Das zeigt, dass ich ja doch mehr noch mal üben muss, nicht, um so geschickt zu werden wie ihr alle hier. Ne? Dann hoffe ich, dass ich vielleicht schon mal doch einen etwas höheren Führerschein machen kann, um vielleicht eine 300er oder 350er fahren können zu dürfen. Ne? Deswegen, mir hat es viel Spaß gemacht. War aber auch anstrengend für mich, muss ich sagen. Okay. Konzentriert halt auch. Ne? Ja, klar. Ich bin etwas abgelenkt manchmal. Oder ein Conduit. Bitte? Oder ein Conduit. Ja. Zu den Vorrednern gibt es eigentlich nicht viel mehr hinzuzufügen, aber mir geht es wie ihm. Es ist gleichzeitig Gas und Brems. Das habe ich vorher nicht gekannt. Und das ist ausbaufähig bei mir definitiv noch, aber das wird gemacht. Okay. Ja, bei mir, ich bin total happy nach 30 Jahren wieder Moped fahren und war fast alles neu für mich wieder und ich habe Spaß gehabt. Für mich war total wichtig. Ich meine, ich habe heute Morgen unverhofft schnell eine Notbremsung machen müssen, ohne Training. Das hat auch geklappt, aber ich hätte nicht gewusst, dass das ABS so gut greift, wie wir da gerade gemacht haben. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen. Aber habe ich da Mut heute Morgen nicht gehabt. Ich bin dann vorbeigeschlittert. Und die Kurvenfahrerei, die waren sehr wichtig für mich. Wie behandle ich die verschiedenen Kurven? Wie komme ich rein? Wo muss ich beschleunigen? Und so. Also war tipptopp. Okay, stark. Ja, fand ich sehr gut alles. Was für mich sehr wichtig war, war so eine gewisse Angst vor der Vollbremsung zu nehmen. Dass man wirklich eigentlich nichts passiert. Fahrzeug bleibt total stabil, geradeaus. Was ich weiter üben muss, ist das Fahren im Kreis. Das funktioniert mir nicht so gut. Links rum, anders wie rechts rum. Ja, das geht oft bei vielen so. Und bevor ich es vergesse, beste heute war natürlich das Mittagessen. Ne? Ja, Spaß beiseite, es war alles gut. Was gab es denn? Handkäse? Ja, à la carte. Jeder, was er wollte. Mit Musik? Ja, mit Musik. Hast du schon Musik gemacht? Weiß ich nicht, ob die Musik gemacht hat. Also ich habe das auch knattern gehört, ob das jetzt die Muppets war oder nie, ich weiß es nicht. Hey, nebenan riecht. Also mir hat es unheimlich geholfen, ein bisschen mehr Vertrauen in diese kleinen Räder in der Vespa zu kriegen, weil ich mit Motorradfahren angefangen habe und da völlig anders Vertrauen in das Gefährt habe, weil sie einfach auch total anders fährt mit den großen Rädern. Aber diese kleinen hier in den engen Parcours, das hat echt geholfen. Ja, super, dann. Ich wollte jetzt wirklich allen nicht schauen, aber ich konnte ja nichts bringen.